Schmerz vergeht und Stolz bleibt. Also es tut einfach manchmal im Training schon weh, aber danach das Gefühl, finde ich, ist richtig. Also da kriegt man manchmal wirklich Gänsehaut danach, weil man ist dann schon stolz, wenn man es schon zwischendrin nochmal abbrechen wollte, das Training, und dann danach denkt, cool, durchgezogen. Turnschuhe auf jeden Fall. Marke ganz egal, Hauptsache bequeme Turnschuhe. Was auf jeden Fall nicht im Haushalt fehlen darf, ist Nutella. Mir fällt es sehr schwer, Nein zu sagen. Also ich bin einfach, wenn ich frage, wer macht das und das, mache ich immer gern. Manchmal mache ich es nicht so gern, sage trotzdem nicht Nein, und es fällt mir schwer. Also unter dem Training bin ich schon weißer. Also ich glaube, da bin ich schon so ein bisschen, ja, vielleicht so eine Art Löwe oder so, da beiße ich mich schon durch. Hi, ich bin Anna Buhmann, komme hier aus dem wunderschönen Allgäu, bin sehr stolz, hier leben zu dürfen und trainieren zu dürfen. Bin 27 Jahre alt, mache seit 2017 Triathlon und bin durch einen Triathlon-Anfängerkurs dazugekommen. Konnte bis dahin noch gar nicht schwimmen, also Brustschwimmen klar, aber mit Kraulen hatte ich gar nichts am Hut. Den hat ja Racing Aloha veranstaltet, den, ja, Einsteigerkurs. Und ich habe schon am Anfang lange überlegt, weil ich mir gedacht habe, wenn man nicht schwimmen kann, ist doch eigentlich Triathlon nichts für jemand. Und habe dann aber nachgefragt, so, für wen ist das gezielt. Und ja, sie haben dann gesagt, da darf wirklich jeder kommen. Manche, wo gar kein Rennrad haben, waren dabei. Manche, wo wie ich gar nicht schwimmen können. Und man hat sich dann jeden Donnerstag getroffen, 8 Wochen lang, zusammen Sport gemacht. Das war für mich einfach das, was richtig schön war, das in der Gruppe zu machen. Hat dann auch schon einen Trainingsplan gehabt für die restlichen Tage unter der Woche, und ja, man hat da einfach Freunde gefunden in der Gruppe und einfach den Spaß am Sport zusammen gehabt. Das war wirklich eine tolle Zeit. Ja. Ja, ich habe dann letztes Jahr eben dann noch nach dem Kurs so für mich selber weiter trainiert, und dann wurde ich dann im Winter gefragt, ob ich zum Team dazukommen möchte. Ja. Und ja, das jetzt im Endeffekt ist für mich was Besseres, hätte mir so in meinen Anfängen irgendwie nicht passieren können. Und ich bin echt wahnsinnig stolz, in dem Team zu sein, und es sind super coole Mädels und es macht einfach Spaß, ja. Das finde ich am Triathlon einfach schön. Dass man so ganz verschiedene Sportarten vereint hat, die wirklich für, also Schwimmen ja ganz anders wieder wie Laufen, und für den Körper wahnsinnig vielfältig ist. Und das ist für mich die Herausforderung, was ich so toll finde. Ja. Ich möchte mich nächstes Jahr auf jeden Fall an die Mitteldistanz wagen. Ja. Hab's zuerst schon vorgehabt, dieses Jahr vielleicht zu machen, aber ich glaube, es war jetzt ganz gut, so einfach langsam so die Distanzen zu steigern. Und will jetzt dieses Jahr schauen, was so olympisch drin ist, und nächstes Jahr dann einfach mal die Mitteldistanz wagen, einfach mal probieren und schauen, wie es läuft, und dann natürlich so den weiteren Ausblick, dann irgendwann auch mal eine Langdistanz, aber alles nach der Reihe. Ich kann wirklich nur von mir reden und kann wirklich sagen, man darf gar keine Angst haben davor, einfach ausprobieren. Auch wenn man eine Disziplin wirklich noch gar nicht kann oder wirklich Angst davor hat, ist überhaupt gar nicht schlimm. Es macht mega Spaß und man findet immer nette Mädels, wo einem helfen und sonst einfach auf uns zu kommen. Wir helfen auch sehr gern, und das ist ja unsere Devise so ein bisschen. Also wir wollen einfach die Mädels, denen es genauso ging wie mir vor 2 Jahren, einfach dazu bewegen, sich einfach zu trauen. Macht wahnsinnig Spaß.